Nichts soll dich mehr aus der Ruhe bringen? Dann lass das in Zukunft bleiben. Stärke hat viele Gesichter. Während die meisten von uns nur an physische, körperliche Kraft dabei denken, gibt es auch noch eine, von der wir noch sehr viel mehr profitieren. Mentale oder geistige Stärke, auch bekannt als Resilienz, bringt ganz entscheidende Vorteile mit sich. Der Spitzenreiter unter ihnen ist die Gelassenheit in allen Lebenslagen. Viel musst du gar nicht dafür tun, im Gegenteil. Es reicht, ein paar dumme Angewohnheiten in Zukunft einfach bleiben zu lassen. Welche das sind, das verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Dir den Kopf zermartern, was andere wohl über dich denken. Andere Menschen werden immer eine Meinung über dich haben und meistens wird es keine gute sein. Es ist egal, was jemand von dir hält, solange sie oder er dich damit in Ruhe lässt. Es lebt sich eben leichter, wenn man nur seinem eigenen Stern folgt. Nummer 2. Andere mit ihren Problemen im Regen stehen lassen. Wer denkt, dass mental starke Menschen sich um nichts und niemanden kümmern, der irrt. Resilienz und Egoismus sind absolut nicht dasselbe. Wer sich hilfesuchend an dich wendet, sollte nicht enttäuscht werden. Mitgefühl macht außerdem zufrieden, demütig und dankbar. Nummer 3. Dich über den Dingen stehend wähnen. Auch Arroganz ist kein Teamplayer, wenn es um Resilienz geht. Wer mit mentaler Stärke punkten will, muss irgendwann erkennen, dass wir Menschen zusammenhalten müssen, um nicht unterzugehen. Das Schicksal übersieht niemanden. Schadenfreude würde nur Karma auf den Plan rufen. Nummer 4. Angeben. Niemand mag Angeber. Außerdem ist diese unschöne Angewohnheit unserer geistigen Gesundheit absolut nicht förderlich. Das Prahlen will immer etwas kompensieren. Menschen, die es nötig haben, andere auf ihren guten Lauf hinzuweisen, sind selten glücklich. Nummer 5. Familie und Freunde auf Abstand halten. Für ein gutes Nervenkostüm brauchen wir ein paar Weggefährten und Mitstreiter, auf die wir uns jederzeit verlassen können. Familie und Freunde stehen hier ganz oben auf der Liste. Wer alle Menschen konsequent von sich fernhält, wird schon bald etwas vermissen müssen. Nummer 6. Nicht um Hilfe oder um Rat bitten. Mental stark zu sein bedeutet, nicht alles im Alleingang zu können. Für jedes Problem gibt es eine Lösung und für fast jedes Problem gibt es Expertinnen und Experten, die man zu Rate ziehen kann. Nummer 7. Wut und Stress an anderen auslassen. Resiliente Menschen verfügen über hervorragende Strategien, um negative Gefühle zu verarbeiten. Das Anbrüllen und Demütigen von anderen zählt allerdings nicht dazu. Jedes hässliche Wort, das wir von uns geben, schadet nämlich am Ende auch uns. Daher brauchst du gesunde Wege, um damit umzugehen. Nummer 8. Pausen, Wellness und Therapietermine auslassen. Es ist verlockend, bei Stress oder Terminkollisionen jene Verabredungen und Vorhaben abzusagen, die unter Freizeit- oder Privatvergnügen fallen. Doch genau das solltest du nicht tun. Besonders jene Fixpunkte, die deinem psychischen oder körperlichen Wohlbefinden dienen, müssen oberste Priorität genießen. Nummer 9. Dem Scheitern konsequent aus dem Weg gehen. Falls du denkst, du handelst besonders schlau, wenn du stets nur auf Sicherheit spielst, hast du dich leider geirrt. Das strikte Vermeiden von Risiken ist erstens eine Illusion. Zweitens wird dich diese Herangehensweise an das Leben in deiner öden, langweiligen Komfortzone gefangen halten. Nummer 10. Kritik einfach ausblenden. Wendet man sich mit konstruktiver Kritik oder berechtigten Verbesserungsvorschlägen an dich, steck nicht den Kopf in den Sand. Die unqualifizierte Meinung anderer zu deinem Leben muss dich nicht interessieren. Aber wenn gute Argumente angeführt werden, solltest du wenigstens zuhören. Nummer 11. Beziehungen eingehen, die deine Erwartungen nicht erfüllen.
Fast alle Menschen haben Angst davor, einsam zu sein. Diese Furcht treibt sie geradewegs in die Arme von potenziellen Partnern, die überhaupt nicht ihrer Kragenweite entsprechen. Kompromissbeziehungen, die alles andere als erfüllend und befriedigend sind, sind die schlechteste Wahl, die du treffen kannst. Nummer 12. Jeden Streit vermeiden. Konflikte sind keine schöne Sache. Ihnen aber konsequent aus dem Weg zu gehen, macht sie immer noch größer und größer. Unseren Unmut ständig hinunterzuschlucken, kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Ganz abgesehen davon, dass es das Problem nicht löst und uns immer noch unglücklicher macht. Nummer 13. In Krisenzeiten auf Tauchstation gehen. Mentale Stärke ist kein Freifahrtschein für Ignoranz. Wer nur die guten Zeiten aushalten und die schlechten nicht ertragen kann, ist alles andere als psychisch gesund. Auch wenn es keinen Spaß macht, Krisen muss man durchtauchen, nicht großräumig umschiffen. Nummer 14. Dein Licht in den Schatten stellen. Wir haben schon gehört, dass eines der Gebote für mentale Stahlkraft »Du sollst nicht angeben« lautet. Aber das Gegenteil davon, dich in falscher Bescheidenheit zu üben, das sollst du auch nicht. Steh zu deinen Fähigkeiten und zeig, was du kannst. Nummer 15. Wertvolle Zeit verschwenden. Psychische und emotionale Stärke resultiert auch aus einem Leben, das Sinn ergibt. Wer seine Tage damit vergeudet, ziellos vor sich hin zu vegetieren, wird weder glücklich noch resilient. Wir brauchen Pläne, wir brauchen Träume und wir brauchen den Willen, beides umzusetzen. Nur wer seinem Dasein einen Sinn verleiht, kann es genießen. Unser heutiges Fazit: Verzicht auf emotionalen Ballast ist der Weg zur Gelassenheit. Diese 15 Dinge, die wir dir in unserem heutigen Beitrag vorgestellt haben, haben eines gemeinsam. Sie sind eine einzige Belastung für dich. Ohne sie bist du 1000-mal besser dran und nicht nur deine mentale Widerstandskraft wird es dir danken. Du hast absolut nichts davon, deine Lebenszeit zu vergeuden, dich in falscher Bescheidenheit zu üben oder bei Krisen den Kopf in den Sand zu stecken. Manchen Disput muss man ausfechten. Dafür muss man aber nicht bei Menschen bleiben, die uns nicht wertschätzen. Kritik ist manchmal ein notwendiges Übel. Dafür ist das Scheitern garantiert. Du tust dir außerdem nichts Gutes, indem du alles beiseite schiebst, was dir guttun würde. Es wäre dann kein Wunder, wenn du vor lauter Frust und Erschöpfung überkochst und deine Laune an anderen auslässt. Frag um Hilfe, wenn du welche brauchst. Aber biete diese auch anderen an. Pflege ein gutes Einvernehmen mit Familie und Freunden. Lass sie an deinem Erfolg teilhaben, aber beschäme sie nicht damit. Sich um andere zu kümmern ist einer der wichtigsten Säulen von Resilienz. Die Meinung anderer Menschen über uns und unser Leben elegant zu ignorieren, ist eine andere. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.